Hallo, hier ist wieder XeeInsGuard mit Super Mario Sunshine und ich hoffe, man hört es mir nicht allzu sehr an, aber ich bin stimmlich etwas angeschlagen. Die Leute hier streiten sich, tja, welche Überraschung. Haben ja auch alle schlechte Laune und eigentlich sollen wir ja darüber auf, zu diesem Schiff, da habe ich aber offen gestanden momentan noch so gar keine Lust. Es läuft auch gerade schon Riesenbloopers Rückkehr. Ne, wir machen erstmal das Geheimnis von Toredoro nochmal. Nee, das mit dem Schiff. Theoretisch könnte man da die Geschichte vorantreiben, aber nee. Es läuft auch die ganze Zeit unten schon der Text durch. Ja, anscheinend ist Prinzessin Peach erneut gekidnappt worden. Die Prinzessin des Pilzkönigreichs ist verschleppt worden. Tja, hierzulande scheint das wohl noch... Hierzulande scheint das wohl noch irgendjemanden zu überraschen. So. Das war seltsam. Dann halt dich halt nicht fest, Mario. Und offenbar soll hier irgendwas gebaut werden. Na super. Ja, die Mütze, da brauchen wir uns noch nicht holen. Da verletzen wir uns nur in der Tinte. Na komm jetzt. Sind wir das letzte Mal so gut hochgekommen? Was sind jetzt so Probleme, sag mal. Dass neue Aufnahmesitzungen immer erstmal Probleme machen müssen. So. Ich liebe es. Eigentlich alles kein Problem, wenn man sich entsprechend anstellt. So, jetzt aber. Du Geist kannst mich nach wie vor in Ruhe lassen. So. Und wir werden wieder bei dieser Passage hier. Und natürlich gibt es auch hier wieder rote Münzen zu sammeln. Yay. Und ich habe wieder die falsche Düse dran. Eigentlich immer nur, dass er diesen Rückwärtssprung macht, aber... So. Die hier. Natürlich ist da auch eine. So. Auch wenn das zeitlich hier nicht zu knapp wird. So. Dann wollen wir mal hier drauf. Gut. Die Münzen haben wir schon mal. Jetzt müssen wir noch die Insignie holen. Und er hat es gesagt. Verdammt. Er hat es gesagt. Er hat es gesagt und bekam sie trotzdem. Sehr gut. Gut. Damit haben wir diese Geheimnismission auch erledigt und ich hätte gesagt, die nächste Mission, wenn ich gerade überlege, können wir die machen? Die müssten wir eigentlich schon machen machen können. Ich meine ja. Bekämpfen wir nochmal Riesenblooper. Ich muss mich jetzt einmal kurz räuspern. Kleinen Moment. So, Riesenbloopers Rückkehr. Wollen wir ihn diesmal normal bekämpfen? Ach nee.
Der kriegt eine richtig schöne eigene Arena da drüben. Zu der wir jetzt aber erstmal wieder irgendwie hinkommen müssen. Ah, wo ich es gerade sehe, hier ist die Tinte weg. Und deswegen können wir uns diese Münze da am Bug des Schiffs mal kurz holen. Ich kann mir vorstellen, dass das eine Münze ist, die ich ansonsten vergessen würde. Daher. Yep. Wir gehen hier sowieso irgendwann nochmal durch. Das werde ich auch noch tausendmal erwähnen. Naja, die ganzen Spinnen hier, wenn die uns auch alle blaue Mützen geben, dann sollten wir die in dem Gebiet relativ schnell bekommen. Und ja, hier haben wir auch noch eine kleine Mechanik mit diesen Gullis. Überall, wo wir die vorfinden, gibt es nämlich ein Untergrundsystem, wo wir jede Menge Münzen finden. Da können sich auch blaue Münzen befinden, also... Da oben hören wir ihn schon. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Gibt's irgendwie eine... fluxere Möglichkeit, da hochzukommen. Moment, da haben wir was getroffen. Ah. Ach so, ja, okay. Das will ich momentan noch nicht machen. Das mit den Kreuzen machen wir später. Ja, wobei, komm. Gehen wir auf regulären Wege da hoch. Ja, ja, bin gleich da, Riesenblooper. Bin gleich da. Ah, auf regulären Wege haut das gar nicht hin. Aha. Ja, okay, dann müssen wir uns eh irgendeine andere Möglichkeit suchen. Wie wär's denn, wenn wir einfach in die giftige Tinte reinspringen? Wie wär das denn? Klingt doch eigentlich ganz gut. So. Dann schauen wir mal, ob wir über die Gestänge irgendwie hinkommen. Irgendein Weg wird's schon geben. Aber ja, genau deswegen war ich am Überlegen, können wir diese Mission überhaupt schon machen? Naja, auf regulärem Wege nicht, aber... Würde mich wundern, wenn wir da gar nicht hinkämen. Ah ja, auf regulärem Wege hätte man eben zu diesem Zeitpunkt schon einige andere Missionen gemacht und... hätte einen Spielfortschritt erlangt. Aha. Haben wir die Düse. Ah, mal schauen, ob wir über diesen Mauervorsprung rüberkommen. Den hier. Der sieht eigentlich prädestiniert dafür aus, um eine Abkürzung zu sein. Es heißt Abkürzung. Ein anderer Weg. Und da wären wir. Nee, es funktioniert anscheinend nicht mehr. Was mach ich denn? Hier den falschen Knopf drücken. Ja, seltsamerweise macht er nichts, wenn man ihn seinen Tentakel abreißen möchte. Ja. Hier hüpft man einfach immer so platt und... Die Seitententakel bringen ihm halt gar nichts. Die wichtigen sind eigentlich nur die mittleren. So, den hier. Aha. Okay.
Das kann auch so schief gehen. Du lässt mich jetzt da bitte nach oben. Wie weit nach oben? So weit nach oben. Moment, dann könnte ich ja theoretisch hier auch rüber, oder? Sollte eigentlich auch gehen. Ja. Gehen wir nochmal rüber. Der Korken ist draußen, also die erste Phase des Kampfes ist auf jeden Fall abgeschlossen. Klappe zu. Aber er hat sich irgendwie seine Tentakel nachwachsen lassen. Aha. So. Hätte man fast den Kampf verloren hier. Gibt's ja nicht. Und tschüss. Aber interessant, dass das andere nicht mehr funktioniert hat. Im ersten Kampf hat's eigentlich ganz gut hingehauen. Aber gerade wollt's einfach nicht. Naja. Sei es, wie es wolle. Wir haben unsere Insignie. Nummer 13. Von keine Ahnung wie vielen. Ich muss immer nur nachschauen. So. Und wieder ran. Rote Münzen, Wasser. Oh Gott, stimmt, das gab's ja auch noch. Stimmt ja, das war ja nicht das Einzige. Die Sache da drin war ja nicht das Einzige mit den Bloopern. Sondern das Ganze gibt's jetzt auch noch mit roten Münzen. Ja. War ja noch nicht ekelhaft genug, damit schnell sein zu müssen. Nee, jetzt haben wir auch noch das hier. Und perfekterweise sind das auch noch rote Münzen auf Zeit. Ja. Wäre hilfreich, wenn man sie treffen würde. Ich weiß. Habe ich mir auch gedacht. Und dann dachte ich mir, es wäre doch eigentlich urkomisch, wenn ich die jetzt einfach mal alle nicht treffen würde. So, theoretisch könnte man über das Schiff drüber springen, aber das funktioniert aber auch nur mit den Grünen. So. Ich will noch gerade überlegen, wo haben wir die vergessen? Da haben wir die eine. Und jetzt holen wir uns noch die andere. Man sieht, was die Zeit betrifft, ist es sehr großzügig, sehr großzügig bemessen. Das einzige wirkliche Problem, das man halt hat, ist die Tatsache, dass diese Blooper nicht gerade einfach zu kontrollieren sind. Und yep. Die Insignie sollen wir uns jetzt auch noch mit dem Blooper holen. Das heißt, auch wenn wir jetzt alles geschafft haben, ist es immer noch möglich, alles zu versauen, wenn wir da jetzt ja. Krieg ich das noch irgendwie hingehämmert? Jep, es ist immer noch möglich, alles zu versauen, indem man jetzt einfach irgendwo dagegen rauscht. Ja, Insignien auf den ersten Versuch holen wäre aber auch langweilig, ne? Und leider werden wir wieder komplett rausgeschmissen. Das ist zugegebenermaßen ein bisschen nervig, dass wir bei solchen Angelegenheiten einfach komplett rausgeworfen werden. Obwohl es kein Game Over ist, wohlgemerkt.
Naja, dann machen wir das Ganze halt nochmal. Hat ja jetzt ganz gut geklappt. Hab nur das Ende versaut, weil ich es geschafft habe, mit meinem Blooper da irgendwie am Rand hängen zu bleiben. Und ja, ich hätte theoretisch in die andere Richtung noch gehen können. Ich weiß aber nicht, ob ich es da geschafft hätte, ohne irgendwo dagegen zu... Wieder falscher Knopf. Daneben. So. Na, mal schauen, ob wir sie jetzt besser erwischen. Tja, persönliche Empfehlung. Nehmt den grünen Blooper. Den blauen habt ihr wirklich nicht nötig an der Stelle. Jetzt sind wir aber in einer ziemlich blöden Situation, weil wir hier noch vorbeilenken müssen. Genau, und die Kamera dreht sich auch noch. Ganz toll. So, kriegen wir es jetzt bitte hin. Dankeschön. Ich hoffe, dass ich nicht den... Glitch hinkriege, den ein anderer Let's Player geschafft hat, oder weiß nicht, ob man das Glitch nennen soll. Er ist da in einem anderen Gebiet eigentlich in den Abgrund gefallen, aber er hat es irgendwie geschafft, dass er an dem Feld vorbei ist, der das Game Over auslösen würde. Und dann stand er da halt einfach irgendwo im Nirgendwo. Außerhalb der Karte. So. War das die letzte? Ich bin mir gerade unsicher. Eigentlich noch nicht, oder? Nee. Mario Morgana. Ach, stimmt ja. Das gibt's ja auch immer noch. So. Die Mario Morgana Missionen. Ja, ja. Tja. Im Endeffekt genau dasselbe wie in der Stadt auch. Mario Morgana läuft herum und... macht Ärger. Kann ich die da hinten nicht theoretisch immer noch treffen? Ich meine, warum soll ich Mario Morgana mordsmäßig hinterherlaufen, wenn ich ihn auch einfach so erwischen kann die ganze Zeit? Im Endeffekt geht es eigentlich immer nur darum, ihn eine bestimmte Anzahl von Malen zu treffen. Ah, wo ist er? Da drüben steht er. So. Bisschen anschleichen. Ach, jetzt gehst du wieder weg. Okay, Moment. Ich hol mir nur erstmal kurz wieder Wasser. Ach, da ist ja eine Platte. So, Kamera drehen. Ganze Haut aufschlagen wollte ich jetzt auch nicht, aber... ich
Tja, eigentlich ist es als wilde Verfolgungsjagd gedacht, aber... Und erledigt. Das ist jetzt ungünstig. So. Ah, das vergesse ich nicht. Warum soll ich mehr Arbeit machen, wie gesagt? Warum soll ich dem ewig lang nachlaufen und versuchen, den zu kriegen? Hat doch überhaupt keinen Sinn. Ergibt überhaupt keinen Grund. Und entschuldigt, dass meine Stimme gerade wieder ein bisschen nach oben geschnellt ist. So, das dürfte jetzt aber die letzte Mission in dem Gebiet gewesen sein. Fertig sind wir mit dem Gebiet natürlich noch lange nicht. Aber wir kümmern uns jetzt erstmal um was anderes. Jaja, Peach. Peach kann warten, das konnte sie in anderen Spielen auch zur Genüge. Was wir aber sehen, ist, je mehr Insignien wir bekommen, desto mehr Sonnenlicht kriegen wir tatsächlich. Der Schatten geht immer weiter zurück. Ja, hier haben die Leute schon wieder ihren geliebten Sonnenschein zurück. Und bevor wir in das nächste Gebiet gehen, hätte ich gesagt, schauen wir uns doch das hier mal an. Es gibt nämlich hier in der Hauptwelt auch diverse kleine Nebengebiete. Das heißt Nebengebiete... Im Prinzip, Geheimlevel. Der war schön. Ja, und hier fängt es gleich sehr angenehm an. Aber hier haben wir wenigstens eine andere Musik, eine etwas ruhigere Musik. Und... Ja. Aus irgendeinem Grund wird uns hier auch die Funktion des Dreck weg... verwehrt, weswegen wir uns hier nicht einmal retten dürfen. Gut, ansonsten wäre die Rutsche auch zu einfach. War mir nur gerade nicht mehr ganz sicher, ob man diesen Einsprung hier schaffen kann oder nicht. Und... passt. Und was haltet ihr von solchen Rutschpassagen, bei denen man Schaden fressen muss? Finde ich ja persönlich nicht so toll, aber naja. Wir haben eine weitere Insignie. In diesem Fall jetzt eine geheime Insignie. Und der eine oder andere hat vielleicht gerade gesehen, dass bei dieser einen Steinsäule da so ein Türchen war. Da werden wir auch alsbald noch hingehen. Allerdings dauert es noch ein wenig. Abhängig davon, was sich das Spiel so überlegt, uns zu geben. Ach ja, auch eine interessante Sache. Hier diese offenen Fenster. Da reinspritzt, dann kommen da Münzen raus. Und ja, selbstredend gibt es auch da spezielle Fenster, bei denen nicht nur goldene Münzen herauskommen. So. Ich glaube, das hier war das eins? Weiß zwar nicht, warum wir Geld dafür bekommen, wenn wir irgendwelchen fremden Leuten ins offene Fenster rein Wasser spritzen, aber naja. So. Da haben wir auf jeden Fall unser drittes Gebiet. Und ja, es ist das Gebiet. Oh Gott. Playa del Sol. Oder auch Strand der Sonne. Dünenwurzeln bauen Sandburgen. Und hier sehen wir ein paar Gegner, die in anderen Super Mario spielen, wie zum Beispiel Mario Kart. Vorkamen. Ich weiß gerade nicht mehr, wie die geheißen haben. Sie hatten irgendeinen Namen mit X. Und wenn uns diese Gegner hier erwischen, dann schleudern sie uns in die Luft. Das wollen wir tunlichst vermeiden. Die Roten davon geben uns allerdings eine blaue Münze, wenn wir drauf springen. Die anderen nur eine normale Münze. Und ich bin gerade am Überlegen. Ja, jetzt haben wir das auch mal gesehen. Wir sehen aber, wir kriegen da keinen Schaden davon. Je nachdem, wie tief wir fallen. Nee, du kriegst mich nicht. So. Ja, Dünenwurzeln bauen Sandburgen.
Ein dezenter Hinweis darauf, was wir hier in der Mission machen müssen. Wir sehen nämlich hier diese Pflänzchen. Und wenn wir diese Pflänzchen gießen, genau, dann bilden die da unterschiedliches aus dem Sand aus. Wie auch immer die das hinkriegen, aber sie können es eben. Und ich glaube, das Pflänzchen, das wir hier gerade im Sinn haben, ist das hier. Nee. Ja, das ist das Nervige an diesen Gegnern. Oder warst du das? Na, du warst das. Genau, da haben wir die Sandburg, von der die Rede ist. Da müssen wir rein, denn das ist ein weiteres Geheimnis. Ja, daran merkt man, dass diese Missionen nicht unbedingt immer namentlich gekennzeichnet sein müssen. Und hier haben wir eine neue Mechanik, die Sandblöcke. Die Sandblöcke, die sich nach dem Betreten nach und nach auflösen. Weswegen wir hier in dem Gebiet ja auch ziemlich vorsichtig sein müssen. Interessanterweise lösen die sich aber vertikal auf, damit da die Fläche ein wenig erhalten bleibt. Und eigentlich müsste man hier die ganze Zeit nur im richtigen Moment springen, aber bin ich offensichtlich gerade mal wieder zu doof dazu. Da springe ich auch viel zu früh ab. So. Ja. Im Prinzip wird die Mechanik hier auf eine ganz harmlose Art und Weise aufgezeigt. Nee, so die wirklichen Probleme mit der Mechanik treten eigentlich erst auf, wenn man hier die roten Münzen machen möchte. Würde ich gerne behaupten, aber wie man sieht, habe ich auch so meine Probleme damit. Ich glaube, ein Stück weit, auch wenn es wie eine Ausrede klingt, aber ich denke, dass ich mich trotzdem immer noch so ein Stück weit an die Verzögerung gewöhnen muss. Sie ist wirklich verhältnismäßig gering. Also da hatten wir bei einem anderen Projekt, bei Need for Speed, da haben wir ja auch mit einer Verzögerung ein bisschen zu kämpfen. Allerdings gar nicht mal so stark, wie es jetzt... Die ist allerdings gar nicht mal so klein. Hier müsste ich eigentlich wesentlich weniger Probleme haben, aber, ja, wie man sieht, kann ich auch hier wieder meine Fehlschläge verbuchen. Dann machen wir das Ganze halt nochmal. Ja, ja, ja. Müsste das eigentlich auch irgendwann mal hinkriegen. Genau, wenn man da dann die ganze Zeit die Düse weiter gedrückt hält, den R-Knopf, dann kann man das weitermachen. Aber irgendwie kann ich das nicht... Ich kann das nicht wirklich gewollt einsetzen. Bin einfach zu unkoordiniert. So, probieren wir das Ganze nochmal. Ja, ja, ja. Mal die Burg. Das Einzige, was an der Stelle ganz eindeutig nervt, ist die Tatsache, dass diese Burg schon anfängt zusammenzuschrumpfen, während wir noch in der Sequenz sind. So. Kennen wir schon, kennen wir schon. Das Einzige, was für euch vielleicht ein bisschen störend sein könnte, ist das Geräusch der Sandblöcke, dieses Rauschen. Wobei mir das früher nie so intensiv vorgekommen ist. Jetzt gerade, wo ich es über die Kopfhörer höre, wirkt schon ein bisschen komisch.
Es ist auf jeden Fall nervig, sich an den Sandblöcken festhalten zu müssen. Mario, der so ewig da braucht, bis er hochklettert. Dann sind die schon wieder fast weg. Aber gut, damit haben wir auch diese Insignie und ich sehe, die Folge ist vorbei. Wir schafften tatsächlich mal eine Folge in 30 Minuten. Mensch. Gut, dann... Ja. Ist das Ziel klar? Wir werden in der nächsten Folge weitermachen mit Playa del Sol. Oder Sol. Ich weiß es gerade nicht. Ich glaube Sol, hat man es ausgesprochen. Playa del Sol. Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, Sie sind beim nächsten Mal wieder bei Super Mario Sunshine. Ich bin Xi. Bis dann, Leute. Ciao.